Mona fragt, was geschieht nach dem physischen Ableben? Übrigens, ab jetzt bitte keine Fragen mehr stellen. Ich hoffe, ich komme nur durch. Wäre jetzt ein bisschen schneller vorangehen, damit wir um Punkt um gegen 10 fertig sind. Was geschieht nach dem physischen Ableben? Was soll geschehen? Im Körper lebt das Bauchgehirn noch 24 Stunden weiter. Langsam sterben alle Zellen ab, werden alle weiterverwendet, nichts verschwindet davon. Die Lebensenergie geht raus, bleibt aber da, überall, wo sie immer schon war, nur halt in diesem Körper nicht mehr. Du bist diese Lebensenergie, das heißt, du bleibst auch da. Bewusstsein bleibt da, wo es immer war, in allen anderen halt, ne? Bewusstsein ist alles, was ist, da ist der Raum, in dem das alles geschieht. Diese Welt geschieht, das bleibt da. In dieser Welt, die dann da bleibt, liegt ein Mensch, der dann quasi tot ist. Das Fleisch verrottet, Würmer fressen das auf oder andere Viecher. Oder man lässt es verbrennen, das halte ich eher für Verschwendung, aber manche haben das lieber. Ja, dann ist halt Asche, aber ist auch alles noch da. Ja, wird nichts, ein bisschen umgewandelt, die Moleküle vielleicht, ja, auf der Ebene. Ja, die meisten Moleküle bleiben auch noch da. Die Atome bleiben alle da, da verschwindet keins davon. Ja. Ihr besteht alle aus Atomen, die seit Tausenden von Jahren hier existieren. Jo, that's it. So, was meinst du mit Ableben? Nee, ich verstehe dich schon, ja, aber meinst du, was bei dir passiert? Die Welt verschwindet. Und du bist im Bliss. Im zeitlosen Raum, in der Ewigkeit. Du bist dann dieses Blockuniversum. Zumindest mir ist so gegangen, als Edgar gestorben ist, wenn man es jetzt so sagen will. Beim physischen Tod ist sehr große Chance, dass das Gleiche ist, weil das ist unsere Heimat. Wir sind dieses Universum. Dort vergeht keine Zeit. Dort bist du auch jetzt. Jetzt schon, du träumst gerade nur von dieser Welt. Quasi. Dort kehrst du zurück, aber eigentlich ist es kein Zurückkehren, sondern du bist schon dort. Der Traum verschwindet. Die Zeit verschwindet. Ewigkeit ist da. Ewigkeit und Null ist dann dasselbe. Unendlichkeit und Null ist dasselbe. Zwei Seiten einer Medaille, könnte man sagen. Dann beginnt vielleicht ein neuer Traum, wenn du weiter träumst. Der kann in der Zukunft sein, der kann in der Vergangenheit sein, der kann in diesem Universum sein. Du kannst von einem anderen Universum träumen. Whatever. Du träumst die ganze Zeit. Aus der subjektiven Sicht, aus der scheinbar subjektiven Sicht, weil du bist in Wirklichkeit das eine Subjekt, das immer gleichzeitig alle diese Menschenträume träumt. Da ändert sich gar nichts. Für dieses Subjekt, fürs eigentliche Subjekt kann sich nichts ändern. Die Welt verschwindet im Prinzip so wie im Tiefschlaf. Aber du bist auch im Tiefschlaf, auch wenn du das nicht weißt. Samadhi, ewiger Friede. Nicht du gehst aus der Welt, ja, nicht du verlässt die Welt, sondern die Welt verlässt dich. Nicht du verlässt den Körper, sondern der Körper verlässt dich. Du bleibst übrig. Du bist dann alles, was ist. Gleichzeitig auch nichts.